Nach dem gestrigen Abverkauf im Gefolge der Aussagen von Jerome Powell steigen die Märkte heute wieder an der Wall Street und machen sogar die Verluste von gestern mehr als wett. Denn faktisch, vielleicht kann man das so in einem Satz zusammenfassen, faktisch wetten die Märkte gegen Jerome Powell und sagen sich, naja, du hast zwar gestern gesagt, dass du nicht in einen Zinssenkungszyklus eintreten willst, aber genau das wirst du wahrscheinlich machen müssen. Deswegen, weil die Konjunktur immer stärker abkühlt und genau das ist eben die Wette der Märkte, die sich sagen, naja, die Fed ist gezwungen, da kann Paul sagen, was er will, gezwungen, die Zinsen zu senken. Und ob diese Wette funktioniert, ist die große Frage. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Es sah vormittags noch nicht so wirklich gut aus, aber dann vor allem, als der ISM-Index reinkam, der mit 51,2 schwächer war noch als erwartet, schwächster Wert seit 3 Jahren, also seit August 2016. Und wir sehen hier doch einen relativ klaren Abwärtstrend bei diesen Daten. Auch die US-Bauausgaben heute deutlich rückläufig, auch schwächster Wert seit vielen Monaten. Also die schlechten Daten haben die Märkte nach oben gebracht, weil man sich jetzt eben sagt, schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, weil die Fed dann gezwungen ist, die Zinsen weiter zu senken. Und möglicherweise werden die Daten in nächster Zeit noch schlechter, wie hier ICRI zeigt. Es gibt einen ICRI Leading Index, also einen Frühindikator. Und hier sagt der Mitgründer von ICRI, der diesen Indikator entwickelt hat, Lakshman Achutan, sagt, hier sieht vieles danach aus, als würde dieser Frühindikator darauf hinweisen, dass wir dann bald noch schwächere Einkaufsmanager-Indizes aus den USA sehen werden. Jedenfalls ist das der Hauptgrund heute dieser etwas skurrilen Bewegung, dass die Märkte eben wieder deutlich steigen, vor allem die Wall Street. Der DAX hält sich da eher ein bisschen zurück und das trotz der Euro-Schwäche. Aber es ist insgesamt eben so, dass wir heute Reversals sehen. Gestern Gold abverkauft, der Euro abverkauft, der Dollar also stärker. Die Anleiherenditen rauf, heute passierte genau das Gegenteil mit den Anleiherenditen. Schauen wir hier mal zum Beispiel die US-Staatsanleihen an. Da sehen wir, dass die 10-jährige Staatsanleihe erstmals seit längerer Zeit wieder unter der 2%-Marke ist, 1,98. Und die kürzer laufende 3-Monats-Anleihe, da steigen die Renditen etwas, womit sich also die Zinskurve wieder weiter invertiert. Das ist eines der seltsamen Phänomene, das wir heute sehen. Wie gesagt, alles wieder plötzlich in die andere Richtung, weil man sich sagt, naja, die Daten werden so schlecht werden, dass Paul gar nicht anders kann. Dementsprechend wird morgen sehr, sehr wichtig sein, wie die US-Arbeitsmarktdaten ausfallen. Sollten die besser ausfallen als erwartet, dann wären das ganz, ganz schlechte Nachrichten für die Märkte. Dann müsste möglicherweise all das ausgepreist werden, was heute wieder eingepreist wurde. Wir sehen übrigens auch hier, wenn wir uns mal die Anleiherenditen anschauen, dass die 10-jährige deutsche Bundesanleihe neues Allzeittief heute erreicht hat mit minus 0,46%. Was haben wir noch? Wir haben die Situation, dass wir jetzt ja die Earnings Season teilweise schon abgefrühstückt haben, aber wir sehen, dass eigentlich die Profite der amerikanischen Unternehmen in Relation zum BIP relativ klar rückläufig sind. Auf der anderen Seite ist die Bewertung eben der Märkte auf Allzeithoch in Relation zum BIP. Also da tut sich eine kleine Differenz auf und wir sehen, dass hier die Dinge vor allem auch mit der Bilanzierung zu tun haben, nämlich mit Gap und Non-Gap. Sind zwei Bilanzierungsmethoden. Gap ist die, sagen wir mal, seriöse. Non-Gap, da kann man ein bisschen tricksen, ein bisschen verstecken, ein bisschen aufpolieren. Viele US-Firmen berichten Non-Gap. Wir sehen hier, dass sozusagen die Profite der US-Unternehmen in den letzten 5 Jahren faktisch damit gar nicht gestiegen sind. Das nur mal nebenbei. Und wir sehen auf der anderen Seite auch eine relativ ungesunde Entwicklung nach meiner Auffassung, nämlich, das wollte ich nicht zeigen, sondern dieses hier, das nämlich die S&P 500 Unternehmen praktisch mehr als 100% ihres Free Cashflow für Buybacks, also für Aktienrückkäufe und Dividenden ausgeben. Und die Frage ist, kann das wirklich auf Dauer gut gehen, wenn ich so viel ausschütte an Dividenden, an Aktienrückkäufen tätige? Wo ist dann das Geld für Investitionen? Das ist die große Frage. Faktisch sorgen also auch die Notenbanken letztendlich mit ihrer Geldpolitik dafür, dass immer mehr Geld in diese Buybacks fließt, die auch steuerlich sogar noch begünstigt sind. Würde man das abschaffen, dann sähe es vielleicht an der Wall Street ein bisschen anders aus. So oder so, wir haben jetzt eben mit dem Beginn des August, der
ja heute erstmal gut anfängt nach den gestrigen Verlusten. Aber wir haben, der August ist der schlechteste Monat historisch gesehen für Dow Jones und S&P 500 seit dem Jahr 1987. Liegt auch daran, dass im August öfter mal so kleine Einbrüche kommen, wie zum Beispiel im August 2015, damals Furcht vor ganz starker Abschwächung Chinas, die praktisch Entwertung des Yuan. Damals hat die chinesische Notenbank den Yuan abgewertet, damals ein richtiger Schock mit Limit Down, also wo praktisch Future-Kontrakte vom Handel kurzfristig ausgesetzt werden mussten. Und wir hatten in 2011 damals einen starken Fall auch von knapp 6%, nachdem führende Ratingagenturen wie S&P damals die Bonität der USA abgestuft hatten. Insgesamt hat man das Gefühl, es ist eben doch ein etwas skurriler Markt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Wir haben hier zum Beispiel einen jungen Mann, der Kaffee trinkt und sagt, die US Equity Markets are a government operated utility. Die sind also praktisch von den Regierungen gesteuert. Change my mind, also überzeuge mich, wenn du anderer Auffassung bist. Und hier der Kommentator sagt, die Märkte absolut zerstört durch die Fed eben und auch durch den Willen offenkundig der US-Administration, die Märkte oben zu halten, komme was wolle, das nur mal eine kleine Sottise am Rande. Schauen wir uns die Dinge an in den Charts, was da so der Fall ist. Da sehen wir hier den Dow Jones, der wie alle Indizes in den USA heute deutlich zulegen kann, wieder nachdem wir hier diesen radikalen Abverkauf hatten. Dann hat Paul noch einen kleinen Versöhnungsgruß gegeben, indem er gesagt hat, ich habe nicht gesagt, dass wir die Zinsen nicht senken werden. Aber es ist eben so, dass wenn man sich mal in die Lage von Paul versetzt, es gibt ja eigentlich wenig Grund jetzt wirklich, was die US-Daten betrifft, sofort jetzt schon großartig zu senken. Man will vielleicht, oder es macht viel mehr Sinn, sich die Munition ein bisschen trocken zu halten, abzuwarten. Und wenn es wirklich mal stark nach unten geht und der ISM war jetzt nicht unbedingt heute so ganz, ganz typisch. Die US-Arbeitsmarktdaten waren ja zuletzt sehr anständig. Dementsprechend wird morgen eben ein sehr wichtiger Tag dann werden wieder für die Märkte. Also wenn man jetzt schon anfängt, in Richtung Null zu senken, was soll man dann erst tun, wenn eben die Situation wirklich mal schwieriger wird? Der Dow jetzt fast wieder bis 27.200 gestiegen, jetzt wieder etwas leichter zurückkommen. Vor allem die Tech-Werte waren es, die die Richtung heute vorgegeben hatten. Der Nasdaq sprang schon vorher an. Da ist gleich nach Börseneröffnung Kassamark 15.30 ging es gleich nach oben. Dann kamen die ISM-Daten, die schwachen Bauausgaben. Dann kam gleich der nächste Schub oben drauf. Jetzt die Frage, können diese Gewinne so auch gehalten werden? Denn so fürchterlich rational ist es nicht, wenn morgen eben die US-Arbeitsmarktdaten noch anstehen. Wir sehen den S&P 500, der aktuell bei 3.007 Pünktchen handelt. Was macht der DAX aus der ganzen Geschichte? Naja, wie gesagt, nicht so fürchterlich viel. Wir sehen den deutschen Leitindex bei 12.240 Punkten. Da ist seit der Draghi-Katastrophe, um es mal so zu formulieren, nicht wirklich viel Erholung passiert. Der DAX weniger beeindruckt von der Fed als eben von den Aussagen von Mario Draghi auf der letzten Pressekonferenz. Wir sehen, apropos Mario Draghi, den Euro etwas erholt, passt in dieses Bild rein, dieser alles jetzt ins Gegenteil verkehrt, Staatsanleihen, Dollar, Euro, alles geht jetzt wieder in die entgegengesetzte Richtung, Aktienmärkte, daher hier diese leichte Erholung, allerdings deutlich weniger als eben an den Aktienmärkten. Ähnliches gilt auch für Gold, das gestern ja stark gefallen war, nochmal auf die 1400er Marke, jetzt 1414. Wir sehen das Crude Oil bei $56,84, also hier eher keine Stärke beim amerikanischen Öl, trotz der gestrigen Lagerbestände. Und abschließend noch das British Pound, wenn es denn kommt. Dann sehen wir es hier, da waren wir heute sogar unter der 1,21er Marke, nachdem die Bank of England heute den Leitzins nicht gesenkt hat und auch sich sehr zurückgehalten hat in Sachen harter Brexit, was man dann tun wird. Klar müsste dann die Bank of England eben stark die Zinsen senken, wenn es wirklich zu einem ungeregelten Austritt kommt mit dann schweren Verwerfungen, vor allem bei Lieferketten. Schauen wir mal, wie es geht. Morgen die US-Arbeitsmarktdaten, sehr, 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 sehr wichtig. Das ist der entscheidende Satz. Vielleicht jetzt wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Feierabend und vielleicht sehen wir uns morgen. Ich bin ab 11.30 Uhr im East Hotel in Hamburg. Da wird es einen kleinen Vortrag für mich geben, aber ich bin viel mehr interessiert an einer Diskussion, Sie kennenzulernen. Vielleicht sind Sie da dabei, 11.30 Uhr im East Hotel. Melden Sie sich an auf der Seite von Finanzmarktwelt. Da finden Sie oben, ganz oben einen Button, draufklicken und für Hamburg registrieren. Würde mich freuen, Sie da morgen zu sehen. Und jetzt sage ich endgültig Tschüss.